Das ist Tim. Wie jeden Morgen führt sein erster Weg ins Badezimmer. Dort angekommen, bewundert er zunächst sein ausgesprochen majestätisches Antlitz. Aber braucht er dafür wirklich so viel warmes Wasser? Mit Bus und Bahn geht es danach zur Schule. Das geht schnell und schont die Umwelt. Im Stau stehen wie seine Klassenkameraden? Für Tim ein Fremdwort. In der Pause geht es mit seiner Freundin Maya auf den Schulhof. Die hat nicht nur ein paar selbstbelegte Brote, sondern auch ein leckeres Müsli aus dem Bioladen mitgebracht. Zusammen genießen sie so eine gesunde und umweltschonende Mahlzeit, während sich ihre Mitschüler mit den Einwegverpackungen eher gegenseitig in der Müllproduktion überbieten. Kurz bevor es dann wieder in den Unterricht geht, füllt Tim seine Trinkflasche noch schnell am Wasserspender auf und ist für die letzten Stunden bestens gerüstet. Nach der Schule schauen Tim und Maya dann in der Noch-Mall vorbei. Maya ist der Meinung, dass einige Dinge viel zu schön sind, um sie einfach wegzuwerfen, wenn man sie nicht mehr braucht. Zu Hause angekommen, berichtet Tims Schwester Sina, dass ihr Fahrrad nicht mehr richtig funktioniert. Während Tims Vater noch nach Ersatz sucht, präsentiert Tim sein ganzes Können und hat das Rad schon wieder repariert. Jetzt sind alle glücklich und können in den Feierabend starten. Nach einer Runde Fortnite hat Tim dann auch wirklich genug Heldentaten für heute vollbracht. Er schaltet alle Geräte ab und stürzt sich gleich auf sein neues Buch. So spart er nicht nur Strom, sondern bekommt auch einen besseren Schlaf und einen tollen Start in den nächsten Tag.